Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Finance TV. IFRS ist mittlerweile der Goldstandard der Kapitalmarktkommunikation und doch gibt es immer wieder Reibungspunkte zwischen den CFOs und den Investoren. Stichpunkte sind Earnings Management, Windows Dressing und so weiter. Wir diskutieren dieses Thema heute mal mit einem der renommiertesten IFRS-Experten Deutschlands, und zwar Professor Dr. Henning Zülch von der HR Leipzig. Herzlich willkommen hier bei uns im Studio. Ja, guten Tag. Hallo, ich freue mich, hier zu sein. 11 Jahre haben wir inzwischen die Pflicht, in Deutschland mit IFRS zu berichten. Hat IFRS, wie erhofft, die Unternehmensbilanzen für die Investoren transparenter gemacht? Ja, definitiv. Das kann man sagen. Seit 2005, haben Sie ja gerade gesagt, seit 11 Jahren sind wir auf Sendung mit den IFRS verpflichtend. Und man muss wirklich sagen, dass die Transparenz, die Disclosure Quality ist stark gestiegen in den letzten Jahren. In welchen Bereichen speziell? Ja, generell. Wenn man sich anschaut, welche Angaben in einem IFRS-Abschluss präsentiert werden müssen, muss man feststellen, dass das gerade auch eben das nicht sprungfix passiert ist, sondern über die Zeit hat sich der deutsche Markt an die neuen Herausforderungen angepasst und auch die Kapitalmarktteilnehmer haben gelernt, mit diesen Sachen umzugehen. Die CFOs ja auch zum Teil eine bittere Erfahrung. Unter HGB hatten sie ja deutlich mehr Spielräume, zum Beispiel über Bilden von stillen Reserven, Aufdecken von stillen Reserven, so ein bisschen Earnings Management zu machen. IFRS ist ja auch angedreht mit dem Ziel, dieses Earnings Management zu erschweren, zum Beispiel durch die Fair Value Bewertung. Wurde dieses Ziel erreicht? Ja, vielleicht muss man das anders formulieren. Also die Fair-Value-Bewertung hat im Grunde genommen dazu geführt, dass wir mehr Ermessensspielräume haben. Also im Vergleich zum HGB haben wir weniger Wahlrechte, aber wir haben, und das war am Anfang das große Problem mit der Einführung, viele Ermessensspielräume. Und die wurden natürlich missbräuchlich ausgenutzt von den entsprechenden, vom Management. Das hat sich in letzter Zeit aber geändert und da gibt es auch viele Gründe für. Welche denn? Ja, das deutsche Enforcement-System, was zeitgleich 2005 auch auf Sendung gegangen ist mit der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung, hat den Finger in die Wunde gelegt und beispielsweise das Impairment of Assets, wo ja auch die Goodwill-Bilanzierung mit runterfällt, immer im Fokus gehabt und man hat sich darauf eingestellt vom Kapitalmarkt. Haben die Investoren das auch durchschaut? Die Investoren, ich hatte vorhin gesprochen von Lernfähigkeit, die Investoren haben gelernt. Die Retail-Investoren und die institutionellen Investoren können mit den transparenten Informationen, gerade im Anhang und auch im Lagebericht, sehr viel anfangen, indem sie detailliert reingehen können und nachvollziehen können, was da passiert ist. So richtig scheint es aber noch nicht angekommen zu sein bei den Unternehmen. Man findet immer wieder Präsentationen von Investor Relations Managern, in denen bereinigte Zahlen, sogenannte Non-IFRS-Zahlen, aufgeführt werden, die sich zum Teil jedoch erheblich unterscheiden von dem, was in den offiziellen IFRS-Bilanzen drinsteht. Ist das konsistent? Ja, da müssen wir sehen, dass wir natürlich auf der einen Seite das Reporting haben, das durch das IFRS natürlich reglementiert ist. Das ist, wie gesagt, das Reporting. Aber daneben gibt es ja noch eine andere Seite der Medaille und das ist Investor Relations. Und beide müssen jetzt, und das ist auch ein Impetus der IFRS-Bilanzierung, wie wir finden, wo man sagen kann, das muss zusammenwachsen. Und das bedeutet Konsistenzgedanke. Es ist kein Problem, wenn Non-IFRS Pro-Forma-Earnings voneinander abweichen im Reporting oder auch im Investor-Relations-Bereich, weil ja Investor-Relations erklären soll. Aber ich muss eine Überleitungsrechnung hinbekommen. Und das ist bei einigen Unternehmen immer das Problem, die Überleitung. Ist es auch vielleicht ein Problem, dass manche Unternehmen das bewusst einsetzen, um die Investoren zu täuschen oder Dinge besser darzustellen, als sie sind? Darüber will ich jetzt nicht spekulieren, aber manchmal mutet es so an, ja. Mhm. Wie reagieren die Investoren denn, wenn die das Gefühl haben, die Berichterstattung ist inkonsistent, IFRS wird nicht richtig angewendet? Sind die kritischer geworden, einfach weil sie jetzt auch ein anderes Werkzeug zur Hand haben? Ja, man muss sagen, die Investoren haben gelernt und das bedeutet, sie sind sachkundiger geworden. Sachkundiger, wenn Sie sich die Tagespresse anschauen, Handelsblatt, FAZ etc. pp., man berichtet jetzt viel intensiver über Bilanzierungsprobleme aufgrund der Erfahrungen, die wir haben. Und das ist ein Lernprozess, den wir in den letzten 10 Jahren durchgemacht haben. Und beispielsweise muss man auch sagen, dass unmittelbar ein Effekt am Kapitalmarkt eintritt. Bestes Beispiel, Alphabet aus der Google-Familie kommt, wurde honoriert vom Kapitalmarkt, dass sie jetzt ein Zwei-Segment-Unternehmen sind beziehungsweise Segmentdaten rausgeben. Und das wurde sofort entsprechend honoriert. Da merkt man, der Kapitalmarkt arbeitet mit den Daten. Würden Sie sogar so weit gehen, dass die IFRS-Einführung letztendlich für beide Seiten positiv war, für die Investoren und für die CFOs, die bilanzieren? Also es ist schwierig, darüber zu sinnieren, ob eine Rechnungslegungsnorm zielführend ist. Ich glaube, die IFRS sind noch mit sehr vielen Mängeln behaftet. Wichtig ist, dass wir diesen Kanon der Kapitalmarktkommunikation angreifen. Und das bedeutet, unabhängig vom Rechnungslegungsregime ist eine konsistente, einheitliche Kapitalmarktkommunikation im Zusammenspiel Reporting und Investor Relations das Mittel, um erfolgreich am Markt zu sein, unabhängig von den Rechnungslegungsnormen. Das ist ein sehr klares Plädoyer. Zum Schluss noch die drei Fragen, auch für Sie natürlich von Finance TV, mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort, gerne ja oder nein.
Die erste Frage, es gibt immer wieder einschneidende Änderungen bei IFRS. Jetzt in Kürze stehen schwere Änderungen bei der Leasingbilanzierung zum Beispiel an. Wird Ihrer Meinung nach zu viel an IFRS herumgedoktert? Nein. Die zweite Frage, hat IFRS den Spielraum der CFOs für Window Dressing eingeschränkt? Zusammen mit dem Enforcement-Verfahren, was wir hier in Deutschland haben, ja. Und die letzte Frage, sind die Investoren überhaupt smart genug, um zu durchschauen, wenn CFOs die IFRS-Regeln nutzen, um Earnings-Management zu betreiben? Definitiv ja. Das ist auch eine klare Aussage, die man nicht immer in der Deutlichkeit hört. Danke für den Besuch bei uns, Herr Professor Zülch. Danke Ihnen auch fürs Zuschauen. Das war IFRS für heute. Es wird uns bleiben, dieses Thema. Wir wünschen Ihnen auch viel Spaß dabei bei Ihrem eigenen Enforcement. Bleiben Sie uns gewogen und schauen Sie ab und zu mal wieder rein bei uns. Dankeschön. Tschüss.